Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir sind ja hier schön beim Fischer angekommen und warten drauf, dass er uns jetzt hier alles auslädt. Ja gut, die Krabben lassen wir jetzt drin. Das dürfte uns jetzt erstmal egal sein. Schauen wir mal, ob wir es da überhaupt vorbeikommen. Ja, gerade so. So. Dann schauen wir uns natürlich erstmal an, wo haben wir dann. Wo können wir alles loswerden? Die Scholle ist aktuell am Lidl-Gut, der Hering am Edeka. Die Krabben am Edeka. Und der Hummer, ja komm, machen wir auch am Edeka. Also, die Scholle. Die Scholle war am Lidl, das heißt, wir fahren zuerst zum Edeka, weil wir da einfach am meisten haben. Ah, ja, moin. Mit dem Traktor komme ich rüber, aber mit dem Dolly natürlich nicht. Mit dem Auflieger müssen wir theoretisch auch rüberkommen. Ja, ja, da kommen wir rüber. So, auf geht's zum Edeka. Davor laden wir natürlich ab, um die Scholle runterzunehmen, dass wir dann die Scholle separat am Lidl loswerden können. Wie sich das anhört, ne? Da werden wir die Scholle am Lidl los. So, aber auf jeden Fall erstmal hier ganz gemütlich und entspannt zum Edeka fahren, um vom Fischer einiges loszuwerden. Ne? Das ist natürlich wieder was Erfreuliches. Wir haben ein bisschen mehr zu verkaufen. Ja, aber da werden wir wahrscheinlich nicht allzu viel bekommen, obwohl... So 400.000 Euro werden wir da schon bekommen, ne? Das ist auch ein Wort. Auf jeden Fall davor, wir laden wir ab. Ah, halt, wieso will ich jetzt zum Lidl fahren? Ich muss ja zum Edeka. Och, Mensch. Ah, jetzt haben wir halt hier den engen... den engen Weg, aber das kriegen wir hin. Wir sind ja Experten. So. Wir schauen, dass wir hier vorher erst noch zum Stehen kommen. Ja, genau hier. Laden wir natürlich jetzt ab. Scholle war's. Nicht Hummer. Haben wir jetzt die Scholle, Krabben, Hummer, Hering, Scholle, okay. So, erstmal weg damit. Das war ja Scholle, Scholle, Scholle. Scholle, weg. Scholle weg. Scholle weg. Scholle weg. Auch Scholle. Auch Scholle. Und das ist auch eine Scholle. Dann haben wir hier noch eine Scholle. So, das hier wieder ranholen. So, jetzt schauen wir mal, ob der das so aufnimmt, wie ich das will. Jawohl, das tut er. Und dann wollen wir das hier natürlich abgeben. Und man sieht schon, dass wir oben sehr viel Gewinn machen. Das freut einen natürlich sehr. Aber ob es natürlich jetzt schon reicht für die Windkraftanlage, ich wage es zu bezweifeln. Wobei, wir haben hier auf jeden Fall nochmal...
die Scholle, wo wir ja am Lidl loswerden können, müssen, dürfen. Liter, 55.000. Okay, habe ich irgendwo einen Fehler vorhin gemacht. Jetzt haben wir natürlich wieder festgefahren. Ach ja, alles gut soweit. Alles gut. So, erstmal auf rechts stellen. Dann sind wir so bei circa 100, nochmal 100.000 on top. Reicht diesen Monat nicht. Müssen wir nächsten Monat noch den Verkauf abwarten vom Sägewerk. Aber wir können ja auf jeden Fall schon mal vorbereiten. Das heißt, Landfläche kaufen. Man soll da schon drauf aufpassen, wo man hinfährt, ne? Zack. Das verkauft. Schauen wir mal, wo wir am Ende vom von der Zeit dann hinkommen. Das habe ich mir eigentlich schon gedacht. So 780.000. Wahnsinn, wir haben jetzt fast so viel Geld wieder, wie wir vorhin ausgegeben haben. Und das in 2 Monaten. Also der Fischer scheint eine rentable Produktion zu sein. Natürlich genau kann ich es noch nicht sagen. Das können wir natürlich erst sagen, wenn wir jetzt mal ein paar Jahre gespielt haben. Aber das scheint auf jeden Fall so. Müssen wir auf jeden Fall auch noch wieder bei den Hühnern ein bisschen im Auge behalten. Aber ich kann ja jetzt ja theoretisch wieder sagen, ich mache jetzt mal auf mal 30. Aus dem einfachen Grund, da wir ja jetzt nichts mehr direkt machen müssen. Ich fahre einfach nur zum Sägewerk zum Laden. Und die hat dann einfach gesagt, dass wir uns hier oben die Windmühle kaufen. Die Fläche von der Windmühle sie verkaufen und dann unsere eigene morgen hinbauen, also im Juni. Und dann könnten wir eventuell sogar auch so viel Geld übrig haben, dass wir dann die Werkstatt kaufen können. Sofern natürlich sie uns auch lassen. Ne, also hier nicht wieder Steine in den Le Weg gelegt werden. Lass ich auf jeden Fall erstmal schnell vorspulen, dass wir da auch in der Zeit voranschreiten können. So. Hier auf jeden Fall die kleine Fläche für einen Wert von 10.000. Die kaufen wir auf jeden Fall mal. Jetzt gehört sie uns. Dann gehen wir ins Baumenü. Und sagen Windmühle Arrivederci. So, haben wir die Fläche, um die Windmühle dann zu platzieren. Was kosten die noch mal genau? 850.000. Ich würde sagen, passt es zwar nicht ganz genau gut hin, ne? So klack, und dann steht sie da. Und dann kann sie uns auch schön Einkommen generieren. 2.800 Strom die Stunde. Große Nachfrage Milch an der Molkerei. Da schauen wir uns den Preis mal schnell an. So, Milch an der Molkerei. Ba, 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 ba. Wo haben wir jetzt die Milch? Müsli.
Streusalz, Milch. Ja, du, 200.000. Wäre ja eigentlich auch okay, ne? Ach, und wie praktisch. Jetzt kommt natürlich gerade das Wasser. Wollen wir eh mit dem hinfahren. Dann können wir auch gerade das Fass loswerden. So, lassen wir den Anhänger hier stehen. Und mit dem Träger fahren wir zum Hof. Da können wir sogar wirklich, sogar schon in diesem Monat, ne, im Mai, die Windkraftanlage bauen. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr gut. Aber jetzt werden wir erstmal unser altes Fass in Anführungszeichen los. Um uns dann demnächst das neue Fass, wo wir ja schon gekauft haben, hinten dran zu schnallen. Dann fahren wir die Milch weg. Weil er mit dem neuen Fass können wir eben alles laden. Also wirklich alles. Alle Flüssigkeiten können wir mit dem neuen Fass laden. Oh, wir haben sauber schon wieder fleißig produziert. Das Gewächshaus. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie viel Holzfällerwartung, ja, genau. Also jetzt wird es langsam ein bisschen viel, was wir auf einmal machen dürfen, müssen, sollen, können. Sondern ich glaube aber auch, dass in dem Anhänger, dass wir den ja dahingestellt haben und gefüllt haben, meine ich. So. Holzfäller 1 Wartung. Also jetzt so langsam müssen wir echt mal das wie heißt's? Die Werkstatt bauen. Ja. Vorbereitung haben wir ja schon abgeschlossen. Den ganzen Kies haben wir da weggefahren. Und haben wir ja aktuell im Lager. So, koppeln wir ab. So, wir brauchen das Fass. Reparieren, neu lackieren und verkaufen für 48.000. So. Ich weiß ja gar nicht mehr, in welcher Variante wir das Fass gekauft haben. Ich meine, ich glaube auch in der Standardvariante, ne? Oder in der höheren Kapazität. Weiß nicht, das werden wir gleich sehen. So. Ansonsten fahren wir halt einmal mit dem kleinen Fass noch. Spannen wir einen Waltra davor und sagen: Fahr zu, mein Guter. Oh ne, den Fendt, den haben wir ja gerade da stehen. Entweder verkaufen wir das Fass. Ja, eben. Ist voll mit 8000 Liter Milch. War klar. So, aber wir tun hier erstmal füllen lassen.
Genau, und den schicken wir dann eben zur Verkaufs-, nicht Tankstelle, Verkaufsstelle, Molkerei Milch. Auf Wiedersehen. So. Dann schauen wir mal, was haben wir da eigentlich drin? Ah doch, wir haben es schon in einer relativ großen Kapazität gekauft, ne? Oder in der größten? Ich weiß nicht. Aber gut, meine Freunde. Das wäre es auf jeden Fall gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.